Die Jahresauftaktveranstaltung der DRB Bank. Es geht um den Depot-Contest der Vermögensverwalter. In mehreren Kategorien können die Vermögensprofis erneut gegeneinander antreten, um die optimale, um die beste Rendite im Jahre 2012 zu erwirtschaften. Bei mir jetzt Ingo Schweizer von der ANCK Vermögensverwaltung. Wir wollen über das Thema Dividendenstrategie reden, Dividendenrendite. Für viele Anleger ist das ein gutes Kriterium, um eine Aktie zu kaufen. Für Sie auch? Ganz generell ja. Die Dividendenrendite ist ja im Grunde der Ertrag des Unternehmens, was nachher ausgeschüttet wird und als Alternative zum Zins gesehen werden kann. Und die Dividendenrendite in diesem Jahr ist wie in den letzten Jahren schon immer noch sehr, sehr hoch. Die Highflyer sind die Energieversorger, die Telekom-Werte, das waren sie in den vergangenen Jahren auch. Sind das dann auch Werte, die Sie durchaus ins Depot legen würden? Zurzeit ja. Ganz einfach, wir verfolgen immer noch die Strategie eines Vermögensdepots, weil wir im Moment schwanken zwischen Inflation und Deflation und die Dividende immer ein Ausgleich ist der Inflation und dadurch brauchen wir diese. Und die Höhe der Renditen sind alternativlos, um mal die Worte von Frau Merkel in den Mund zu nehmen, gegenüber dem normalen Zins, der derzeit bei 0 bis 0,5 nur liegt. Schauen Sie dabei nur auf DAX-Unternehmen mit dem Fokus Deutschland oder gehen Sie auch in den MDAX, TecDAX und SDAX, um dort Dividendenperlen zu finden? Ja, wir bleiben nicht nur in Deutschland, sondern wir schauen auch europaweit. Im Ausland ist es noch etwas mehr zu beachten, weil wir ja da den Dollar berücksichtigen muss, also die Währungsspekulation auf der anderen Seite. Insofern profitieren wir und leben eher von der europäischen Seite, in der Dividendenseite. Sie haben angesprochen, dass die Versorgerwerte eine gute Dividende bieten. Allerdings sind das ja auch die Werte, die in den vergangenen zwei Jahren deutlich unter Druck geraten sind. Wie gehen Sie hier vor? The trend is your friend. Also die, die unter Druck stehen, bleiben unter Druck. Und die, die gefragt sind, bleiben auch gefragt. Ist das ein Thema, das in Ihrer Strategie eine Rolle spielt? Also wir gehen ein bisschen anders an den Markt heran. Ich sage, wir haben derzeit eine emotionale Bewertung der Aktienmärkte aufgrund der schlechten emotionalen Indikatoren, Frühindikatoren oder sonst irgendwas. Wenn ich mich aber umhorche, dann meldet fast jedes Unternehmen das beste Ergebnis der letzten Jahre. Ausgenommen mal von der Sondersituation der Versorger, aber das wiederum nur in Deutschland aufgrund der Brennelementesteuer. Es gibt auch noch andere Versorgerwerte in Europa. Und die schauen Sie sich dann etwas genauer an. Jenseits der Grenze Richtung Frankreich gibt es ja auch einige, die da unterwegs sind. Ganz grundsätzlich noch abschließend gefragt, mit Blick auf 2012. Wir sind gut ins Jahr gestartet. Der DAX hat ein dickes Plus bisher schon erwirtschaftet. Man könnte die Bücher fast schließen, werden Sie sicherlich nicht tun. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Börsenjahr? Also wir schließen sicher nicht die Bücher, aber wir werden 2012 als sehr spannendes Jahr betrachten. Wir haben zwei große Wahlen in Frankreich und in USA, die Schwankungen nicht gerade minimieren. Und die Erwartung für dieses Jahr ist, dass die Unterbewertung, die die Aktien eindeutig haben, in diesem Jahr aufgeholt werden. Wie werden Sie vor diesem Hintergrund Ihr Depot aufbauen im Depot-Contest? Wir werden wieder teilweise ein paar zyklische Werte aus dem Rohstoffsektor hineinnehmen und auch Dividendenwerte aus dem Versorgungsbereich sowie auch aus Ernährung und aus Agrar. Dann gucken wir genau rauf und sehen uns möglicherweise im Laufe des Jahres wieder und schauen, was draus geworden ist. Das war Ingo Schweizer von der ANCK Vermögensverwaltung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich.